Sangyang-Aktion. Wie wir es bereits bei der Entdeckung des Rhodius unterstrichen hatten, macht es sich Sangyang nicht einfach, wenn es um Ästhetik geht. Wie es Karl Kramer, Geschäftsführer von Sangyang Schweiz, zu sagen pflegt, sind es Fahrzeuge mit starker Persönlichkeit. Von dieser Persönlichkeit hat auch der Aktion mächtig viel. Die Vorderseite charakterisiert sich durch konvexe, betonte und nervöse Linien. Einige haben es mit einer Haifischschnauze verglichen. Der hintere Teil überrascht schließlich ganz durch seine kuppeartige Form, wobei man fast glauben könnte, dass man ihm einen mächtigen Schlag verpasst hat. Das globale Bild ist trotz der großzügigen Dimension sehr gelungen. Der Aktion benutzt praktisch dieselben Strukturen wie der Chiron, obwohl er 20 cm kürzer ist und trotzdem den Radabstand bewahrt. Eine Sache ist sicher, er bleibt nicht unbemerkt. Die Passanten nehmen das Verhalten der Kuh an, die dem Zug nachschaut, neugierig und erstaunt. Wenn außerhalb die Originalität und Aggressivität herrschen, ist das Innere deutlich konservativer. Viel Platz vorne und hinten, selbst wenn die hinteren Passagiere sich mit einer Bank zufriedenstellen müssen. Das Instrumentenbrett ist ergonomisch und einfach. Wenn jedoch die Materialien von guter Qualität scheinen, ist die Zusammensetzung eher ungenau. Wenn man das Manko an Lenkradeinstellungen bedauert, muss man aber auch bemerken, dass der Rest des Aktions sehr gut ausgestattet ist. Sei es im Bereich der aktiven oder passiven Sicherheit oder im Komfortzubehör. Nur 285 Liter bietet der Kofferraum Platz und das, nachdem sie ihr Gepäck weit hochgehoben haben, um ihn zu beladen. Wir haben die 2,0 Liter Dieselversion getestet. 141 PS und 310 Newtonmeter erlauben dieses 2-Tonnen Fahrzeug zu bewegen. Ziemlich laut bietet er ein gutes Drehmoment schon bei den niedrigsten Drehzahlen an. Der Verbrauch bleibt in Anbetracht des Gewichts und des Volumens angemessen akzeptabel bei ca. 8 Liter auf 100 Kilometer. Außer an der Wahl eines mechanischen oder automatischen Getriebes wird die Aktion mit einem Übertragungsgetriebe mit kurzen Umsetzungen, also einem wahren 4x4 ausgestattet. Bei normaler Fahrt haben Sie die Möglichkeit, selbst Ihre Fahrart zu bestimmen, entweder 2- oder 4-Radantrieb. Aggressiver Look bedeutet keine aggressive Fahrdynamik, denn hier würde es sich mit Gefahr verbinden. Ruhiges Fahrzeug bei ruhiger Fahrt, da mag der Aktion weder schnelle Änderungen noch enge hintereinander folgende Kurven. Wo sich der Aktion wohlfühlt, ist im Gelände. Eine gute Bodenfreiheit, ein Anstellwinkel von 26 Grad vorne und 29 Grad hinten, zusammen mit einem Übertragungsgetriebe erlauben dem Aktion alle Wege zu meistern. Steile Abstiege werden mittels der automatischen Abstiegskontrolle HDC zum Kinderspiel. Diese 4x4-Deklaration erlaubt dem Aktion auch, Lasten zu ziehen, die bis zu 2300 kg gebremst und 750 kg nicht gebremst gehen können. Wenn auf dem technologischen Niveau der Aktion nicht vom letzten Schrei ist, mit einem etwas schwachen Rahmen und ein wenig zu viel untersetzter Direktion sowie einem etwas lauten Motor ist der Gesamteindruck eher positiv. Die auffallende Karosserie, die vollständige Ausstattung und einem sehr zugänglichen Preis machen den Aktion zu einem Fahrzeug mit einem interessanten Preis-Qualitäts-Verhältnis. Wer die teuerste Ausführung, Deluxe, mit Benzin- oder Dieselmotor wählt, wird dafür 23.500 Franken bezahlen müssen. Hat für diesen Preis jedoch, was die Konkurrenten öfters nur als Option anbieten, Leder, beheizbare Vordersitze, Navigationssystem, Multifunktionslenkrad, Tempomat, beheizbarer Rückspiegel und so weiter und so weiter. Negativ ist, dass in einer Zeit, wo man viel von Ökologie und Erderwärmung spricht, der Partikelfilter nur optional zu einem Preis von 1.150 Franken erhältlich ist.